Hallo miteinander und willkommen zurück. Willkommen zurück hier in Friesland. Ja, es geht weiter. Eldern. Ja, wobei nicht wirklich in Eldern, denn die haben... ja, zumindest das haben sie behalten. Der ganze Rest wurde hier wieder verteilt, nenne ich es mal. Ja, Brabant ist hier tatsächlich die nächste große Geschichte. Ja, bei dir braucht man tatsächlich doch gar nichts mehr, außer Gelder selbst, genau. So, dann hier dann raus und dann hier direkt nach Brabant. So. Gut. Ja, wollen wir mal gucken, wie sich das hier ausgehen wird. Hanse. Hanse spielt keine Rolle mehr. Ganz offensichtlich. Ohnehin. Also kann sie auch alle Privilegien abgeben. An Leute, die es besser können. Wie mich zum Beispiel. Okay, und zurück nach Savoya. Denn, richtig, wir können ja hoffentlich bald, wenn sie sich mal entscheiden würden, hier investieren. So, jetzt mal das Brabant. Naja, na gut. Er wurde direkt entdeckt, das ist ungeschickt. Aber was soll's? Also, wir können hier jetzt weitermachen. Ich denke, es wäre ziemlich wichtig, das fertigzustellen. Ja, tun wir es. Reserve, Rekrutenreserve. Und sie haben ein richtiges Fleisch gesetzt zu Kolonialfirmen. Und das ist hier bekanntlich. Das hier, Kolonialreichweite erhöhen und Kolonialwachstum plus 10. Sicherlich wäre das hier noch besser, aber ja, etwas besseres Wachstum. Militärische und einen Freund hier. Ein gehört der Söldnerkompanie, hat einen neuen General. Oh, sind die Kurs der Anführer der Söldnerkompanie? Oh, als friesische Freie Kompanie bekannt ist, unsere Dienste gestorben. Sie wurden nun von Ludwig Stierpiker angeführt. 2532. Ein hervorragender Mann. Ich bin sehr gespannt, was hier oben passieren wird. Ja, er kann sich ja gleich mal hier im Gefecht beweisen. Gegen diese Eingeborenen. Kein Problem, würde ich sagen. So, wie viel kostet der uns jetzt hier eigentlich noch momentan monatlich? So grundsätzlich. Sehe ich das eigentlich am besten? Sehe ich das hier am besten? Sehe ich hier, wo der... Hier, Friesische Freie Kompanie. Zum ersten Mal sind wir nicht zur Verfügung. Ja, 2,26. Sag ich echt okay. Ein bisschen mehr als normal. Ich meine, mit dem General und ne, den Boni. Ist schon okay, ja. Wir müssen das so langsam hier aus diesem Ganzen hier alles raus. Wobei, das stimmt überhaupt nicht eigentlich. Wir können natürlich weiterhin ausbauen. Das ist nämlich nicht über diese Riesenprovinzen hier. Aber alles, was hier kleiner ist. Da geht noch so einiges. Das sind die Rebellen, die holländischen Nationalisten. Das ist ein Klartext, dass unsere Flotte ganz schnell hier hoch muss. Gott, du hier. Oh ja, das. Der Mann weiß, was er macht. So, lauf auf die Schiffe. Und ab nach Den Haag. Oh, da ist es passiert. Was passiert hier? Der Zerfall des Hansebundes. Wir haben keine Pflichtungen gegenüber dem Hansebund. Lübecks Meinung über Österreich hat sich verändert. Ja, sie mögen all den Kaiser nicht mehr. Es ist schon in Ordnung. Der Hansebund zerfällt. Ja, Lübeck hat sich hier ohnehin schon mehr als genug. Oh Gott, meine Güte, was auch immer das hier sein soll. So sind. Nach Savoya können wir abrufen. Das Geist hat die an der Reichsreform eingeführt. Und zwar den immer wie einen Reichstag. Wir haben des Reichstags ein ständiger Sitz eingerichtet. Reichsautorität von den Reichsstädten. 50%. Okay. Also, vom heutigen Tag an soll der Reichstag seine Sitzungen fortlaufend in der Stadt Mainz abhalten und nicht mehr wie bisher ad hoc. Dieser Schritt wird sicherlich den Zusammenhalt des Reiches mehren und die Beziehung zwischen dem Kaiser und den Fürsten formalisieren helfen. Andererseits macht er Mainz auch zu einem Hauptziel für diejenigen, die dem Reich Schaden zufügen wollen. Das ist, glaube ich, die erste
Oh, nicht mal. Naja, okay. Meinst du? Marktstadt. Wie ein Reichstag. Ja, vielleicht sollten wir dort auch mal einmarschieren. Immer während. So, hier diese Sachen, ne? Ja, Stufe 1. Das Aufwerten des Handels, das kostet 200 Gold. Ihr habt, ja genau, das sollten wir auf jeden Fall machen. Und zwar an diversen Orten, ha? Also zumindest in Brugge und in... Ja, das heißt, das ist das nächste Ziel. Dafür sparen wir jetzt Geld. Diese Unruhen in Mainz, wie passend. Löscht die Heretiker aus, ne? So, wo sind sie denn, die Holländer? Tja. Die Schotten? Ja. Können, denke ich, diese schottische Sache hier auch noch trotzdem relativ leicht unterdrücken. So, schon hat sie wieder aufgebaut. Zumindest scheint sie ihr Bandproblem mal gelöst zu haben. Regentschaft für James den VI. Marie Donombe. Hm. Ja, auf jeden Fall. Auch hier brauchen wir ein Spionagenetzwerk. Denn, ja. Was aus Savoy? Gegen Spanien. Kassieren Aragon und Navarra. Handelsforderung ist heretisch. Forschungs. Super. Ja. Die Mission, oh ja, die Beziehung zum Kaiser. Operationssteuer nahm global für 15 Jahre. Die Tätigkeit des Kaisers und Zentrum der Wirtschaft ist das nächste, was wir auch schon erreicht haben hier. Das abgeschlossene Hauptstadt wird mindestens 25, Werkstatt, Zahlhaus. Ja. Wir müssen bewahrt sein im Zentrum aller kommerziellen Aktivitäten machen, damit sich die begabtesten und reichsten Bürger aus ganz Deutschland in unserer Stadt niederlassen. Oh ja. Jetzt könnte man auf die Verwaltung dann reformieren. Hat er Regierungsreform erlassen? Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Das bringt uns was? Wir sind erhält reformierte Verwaltung für 30 Jahre. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich alles sehr generisch hier. Na, das sind eigentlich unsere eigentlichen Sachen. Da. Ja. Arbeiten wir noch dran. Wir haben momentan 2. Das könnten wir demnächst auch abschließen. Aber es ist halt, ja. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, für 20 Jahre bessere Festungen zu haben. So, wie gesagt, das ist ja immer noch die größte Aufgabe für uns. Meine Güte. Na. Ja, den Stress hier drüben, den werden wir nicht vermeiden können. Gelder. Gelder. Zivilisierung. Nein. Trauen uns nicht. Ja, Grundsteuer ist immer noch ein Problem. Sind immer noch zu klein, offensichtlich. Ja, jetzt sparen wir mal tatsächlich das Gold für die Aufwertung für die Handelszentren. Das ist, denke ich mal, die beste Investition jetzt hier. Wie viel zahlen wir jetzt insgesamt? Wir haben mal 4 für Kolonien. Ja, das tut ein bisschen weh. Wir könnten. Wollen wir jedoch. Ich denke nicht, wir werden jetzt. Ja, ich muss auch hier den zuerst nehmen, bevor wir die Tech nehmen. Schwarzer Tag. Böhm ist Kontrolle der Kurie. Der Baukrieg ist in Portugal ist ebenfalls vorbei. Und, ja, irgendwas kosten. Und dann sehr Ungläubigen. Und Portugal hat uns als neue Rivalen bestimmt. Interessant. Ja, ich denke, ne, wenn wir den haben, beginnen wir am Kap. Damit unsere Kolonien zu gründen. Wir werden uns überall hin ausbreiten. Die Friesen werden die Welt erobern. Genauso. Das Konzil von Trient, der Kirchenstaat. Die Reform des katholischen Glaubens. Der Papst hat uns zum. Moment mal. Genau. Die
Erfolge des protestantischen Bewegung, der protestantischen Bewegung können nicht länger unbeachtet bleiben. Seine Heiligkeit hat eine Kommission von Kardinälen damit beauftragt, sich den damit verbundenen Herausforderungen zu stellen. Während der katholische Glaube an sich nicht kompromittiert werden darf, erkennt seine Heiligkeit und die meisten Kardinäle an, dass einige der protestantischen Beschwerden gerechtfertigt sind. So ist es zum Beispiel unbestreitbar, dass die häufige Anwesenheit von Bischöfen und den weltlichen Exzessen des Klerus einen Schandfleck für das Ansehen der Kirche darstellen. Aus diesem Grund wurde in Trient ein Rat einberufen, der erörtern soll, wie die Kirche am besten reformiert werden kann, um den Reformen entgegenzukommen und den Prozess der Gegenreformation einzuleiten. Der Papst hat uns zum Konzil von Trient eingeladen, um die notwendigen Reformen zu diskutieren, die den Korruptionen und den anderen derzeitigen Widrigkeiten der Kirche ein Ende setzen sollen. Das Konzil wird darüber diskutieren, was die protestantische Ketzerei ausmacht und darüber, wie die Definitionen der kirchlichen Lehre in Sachen Heiliger Schrift, Tradition, Erbsünde, Rechtfertigung, Sakramente, Eucharistie und den Heiligen Messe und Heiligen Verehrung aussehen. Man wird zudem versuchen, auf protestantischer Standpunkt zu antworten, indem man über die Eindämmung von Praktiken nachdenkt, die zu einem Schandfleck für das Ansehen der Kirche geworden sind, wie etwa die häufige Abwesenheit von Bischöfen, Abwesenheit von Bischöfen und verschiedene weltliche Exzesse des Klerus. Ja. Wir können eine Haltung im Konzil von Trient wählen. Hier unten. Ja. Gut. Also, Ketzereiprozesse. Können wir hier wirklich irgendwas wählen? Wir könnten harsch sein oder versöhnlich. Böhmen. Von allen Leuten auf der Welt. Die wollen harsch sein. Was ist denn hier die Unterschiede? Es geht gerade darum, Ketzereiprozesse. Das ist Naschek Heretiker plus 2 Meinung gegenüber Ketzern minus 20. Beziehung zu verbessern, Resistenzreformation plus 20%, Meinung gegen Marketzern plus 10. Aktionsverbreitung minus 25%. Uff. Persönliche Haltung. Unsere drei Kardinäle haben abgestimmt. Gesagt, dass die Bibel hier tatsächlich übersetzt wurde, ist ja so schlecht nicht. Ne? Das will ich ja auch gar nicht beeinflussen. Also das könnten wir machen, das brauchen wir aber ehrlich gesagt momentan nicht. Zerbrochen ist mehr Kronland. Ja, hier, wie schaut es eigentlich hier drüben jetzt aus? Ja, ihr seid natürlich alle ein wenig mad immer noch. Wobei das geht. Ja. Also zumindest sind das hier dann zwei Kanäle, weil, ne, ich meine, es ist trotzdem hier in der Gegend, also England dürfte zu uns sein, egal was wir machen. Aber dass die tatsächlich sich das hier geschnappt haben, London, das werde ich den Franzosen niemals verzeihen. So. Ja, das ist die Piratenjagdflotte. Schon. Ja, nichts bauen, warten. Das sind 39%. Ja, Bremen, Riga, Hamburg und Lübeck. Tatsächlich haben es auch die Brandenburger geschafft, hier nicht völlig unterzugehen in diesem Kampf gegen Polen. Interessant ist, sie scheinen auch. Also, es gibt momentan sehr viele Probleme hier mit Rebellen überall. Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin ja durchaus offen, aber momentan sind bei uns alle katholisch. Warte mal, hier ist ein... Oh, Herr? Ionen Heuer wird von einem Reformationszentrum zu reformiert konvertiert. Ach ja? Und wo ist das Reformationszentrum? Nano, ja. Hier in... Aber das ist jetzt sehr weit weg eigentlich. Das ist alles reformiert. Also reformiert könnte eventuell bei uns auch... Oh, das kann ja Kolumbien einzig im Besitz von Castines.
Kolumbien. Okay, was auch immer. Dieser Papst legt mich langsam ein wenig auf. So, ja, hier den nächsten Kolonisten definitiv. Zur Verteidigung. Und der Kolonist, der kann jetzt tatsächlich... Ja, wir... Ja, das gab, das ist überhaupt nicht... Oh, man, wir kommen da gar nicht hin. Oh mein Gott. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Ödland, Ödland, aber hier... Genau, hier sollten wir doch eigentlich überall hinkommen. Hier sind die Leute nur ein wenig, naja... ein wenig gereizt. Aber hier gibt es eine Menge Gold in der Gegend. Wir müssten halt wieder noch Truppen hinschicken. Wenn das Ding ist hier fast fertig, sende mal hier jemanden hin. In Chesapeake. Okay, Neukoland, eingeborenen Aufstand, ja, wie schaut's hier aus? Ja, das geht sogar noch. Ja, hier sind Jungs, die Jungs hier sind ja hier rein friesisch mittlerweile, ne? Ja. Okay, wer ist gestorben? Unser diplomatischer Mann. Ja, globale Unruhe, Produktionseffizienz, den nehmen wir mal mit für mehr Gold. So. Ansonsten warten wir weiterhin ab. In diesen Nordseeknoten hier. Ja, das ist 2,1 Gold. Ist jetzt halt wirklich nicht die Welt, ha? Ja, eine ganze 8,61, die wir hier unten rausziehen noch. Das ist schon... Mir ist schon klar, wieso die Franzosen hier sich engagieren wollen im Ärmelkanal. Ja, das sehe ich auch, der gesamte See hier drüben. Schon von England, das ist die Reichheit Brügge, als ihren Besitz zu beanspruchen, das ist ja immer wilder hier. Wir haben keinen Anspruch mehr auf Calais. Das sollten wir vielleicht auch mal so. Und Brabant, da brauchen wir auch Ansprüche drauf. Und zwar auf das hier. Auch nochmal noch mehr. So, hier in Schottland. Auf Lothian. Auf Argyll. So, dann machen wir noch weiter. Ansprüche natürlich. Und hier ist es aber auch soweit. Der Diplomat, der ist gerade in ja, einer weiteren erzürnten Nation. Und hier wurde von römischen Schieber heimgesucht. Eine Seuche hat unsere Kolonie Neukoland heimgesucht. Einst brachen wir den Ureinwohnern viele fremde Krankheiten. Und es scheint, als dass ein Fluch auf dem Land liegt, dass unser Volk. Denn unser Volk wird in alarmierender Geschwindigkeit krank oder stirbt. Wenn wir nicht rasch handeln, riskieren wir unsere Kolonie in Neukoland ganz zu verlieren. Oh Gott. Es hat jemand, um darauf zu reagieren. Ja. Tut das. Machen wir das jetzt mal bald hier. Diese ominösen. Oh, und wir können tatsächlich mehr Leute ausbilden. Ich drehe ja durch. Ja, dann hier die nächsten Infanteristen, hätte ich gesagt. Waren das gerade eben? Ich glaube schon. So, wir kämpfen hier. Die Kolonie ist fertig im Bauart und Den Haag ist natürlich auch verstanden. Und unsere Armee konnte knapp obsiegen. So. Können hier einen Staat gründen. Ja. So. Genau, das ist ja das nächste hier. Dann nicht da, da. Mein Kopf, nochmal das hier. Wäre eigentlich. Ja, nimm mal. Also ist das schon die andere Genesis als Chesapeake? Okay, gut.
Ja, das wird jetzt kurz mal hier ein übler Trip werden, glaube ich. Boah, hier diese Bucht sollten wir auf jeden Fall besetzen. Schmuggler treiben ihr Unwesen. Die Leute finden viele Wege, um die Besteuerung auf den Transport von Gütern zu umgehen und sie über verschiedene geheime Kanäle an unseren Behörden vorbeizuschmuggeln. Deswegen hat zwar unsere Einnahmen, doch es zu unterbinden würde plötzlich ziemlich teuer sein. Ja, wir werden es unterbinden. Was soll's. Und eine neue Münze. Inflation für uns. Wunderbar. Nicht. Wir werden hier sogar warten noch, um keine Punkte zu verschwenden. Militärisch sind wir auch relativ gut dabei. Das ist super. Aber da in Oldenburg. Ja, was soll's, wir werden protektionistisch dort rangehen. So. Alles urholländisches Land hier. Ist sogar sumpfig, also. Ich vergesse schon gar nicht mehr. Ja, und sobald wir den nächsten Händler freischalten, der ja tatsächlich gar nicht so extrem weit weg ist. Terraconnel, hä? Huh? Oh. Hier wurden Dinge erobert. Das ist ja unfassbar. Na gut, das ist, damit kann ich arbeiten. Wem ist eigentlich da momentan, dass unsere Armeen überall verstreut sind? Wir müssen weiter unsere Regimentsgeschichten ausbauen. Regimentcamps, nachdem wir hier die ganzen wichtigen Gebäude hier unten weiter ausgebaut haben, natürlich. Den Haag ist ja tatsächlich auch eine Flussmündung. Hier gibt es noch, warte mal, hier haben 1, 2, vielleicht eigentlich nur eine Festung. Könnten wir echt eine Brücke bauen, dann hätten wir die Mission ja auch mal abgeschlossen. Aber nur um sie abgeschlossen zu haben. Ich habe Seeland verloren. So. Haben wir es denn jetzt mal geschafft hier im Süden? Ja, die sind noch permanent im Krieg, ne? Kastidien. Ja, es wird aber langsam. Unser Freund der Kaiser. Dem geht's auch bestens. Eine Handelskrise. Unsere Händler berichten, dass wir einen wachsenden Widerstand bei ihren Handelsaktivitäten erfahren. Sie reden, als ob dies das Ende der Welt wäre und fürchten niemals im Leben eine weitere Kampfgruppe mit einzunehmen. Wir werden es natürlich versuchen, etwas zu schmälern, ja. Alles für unsere Händler, versteht sich. Ja, die Innovationsfähigkeit von uns geht immer weiter hoch, das ist perfekt. Wie habe ich mir das vorgestellt? Ja, es wird natürlich immer teurer. Nein. So, damit sind wir eine ganze Weile wieder voraus. Die Waffenmanufaktur wurde ermöglicht. So, Neukoland, Dingste. Kolonie hier ist gewachsen. Gut, das heißt, unser Transporter nimmt sich jetzt hier rüber. So, senden wir dich hier hin. Das ist natürlich ein anderer Staat, den werden wir jetzt natürlich nicht zu einem Staat machen. Wir haben ja hier ein Limit. Wir müssen nicht mehr Kolonialnationen gründen, ehrlich gesagt. Wir könnten das einfach alles für uns nehmen hier. Ich meine, das ist ja gutes Land. Was denn so an Staatsgrenzen? 8 Staaten, 2 Territorien. Okay, Insel oder ja. Das ist alles okay. Hier passt auch alles momentan noch. Ja, außer der Bürgereinfluss. Geht dann irgendwie wieder zurück? Und Staatskredit, Angst, ist schon minus 10. Freie Marktwirtschaft, plus 10.
Förderung der Künste, private Handelsflotte. Ja, es wird schwierig, ne? Ich muss halt echt Land beschlagnahmen. Was ist dein Equilibrium? 46. Ich brauche mehr Loyalität bei euch. Ah, was mit nur Loyalität gibt es sowas? Doch ein bisschen Einfluss. Hm. Was um das Fanatismus? Monopol auf Wolle. Das würde sie sehr zufrieden stimmen. Und Wolle ist jetzt nicht so viel wert. So. Dann können wir jetzt nämlich auch Land zurückkaufen. Wenn sich das hier gleich verändert, ein bisschen nach oben tickt. Nicht kurz die eingeborene Santa Lucia. Und in Chesapeake gab es auch einen Aufstand. Na gut. Mal erfolgreich niedergeschlagen. Prächtig, prächtig. Ja, wir brauchen unbedingt Admin-Punkte. Und zwar eine Menge. Das heißt, wir gehen hier auf Admin jetzt. Da haben wir sozusagen seine Schwäche mehr oder weniger ausgeglichen. Momentan nicht so wirklich bessere Leute leisten. Keine Debatte im Landtag. So, Debatte beginnen. Jetzt haben wir wieder einen Kolonist weniger. Was ist wohl mit deiner Kolonie passiert? Ja, wir könnten das Ganze nochmal... Ja, das brauchen wir definitiv. Ihre... Vielleicht auf Hans. Ah, das ist auch nicht schlecht. Es gibt viele gute Sachen hier, aber wir brauchen die Kolonisten. War das schon Unterstützung? Machen wir es so. So, und wo wurde der jetzt abgezogen? Abberufen. Hier, senden. Gut. Gut, gut. Gato ändert. Vielleicht auf Kolonien, vielleicht ja. Ja, ja. Kleine Handelskrise lief aus. Gut. Kenntnisgesetz, das Milhausen irgendwann angenommen hat. Ach, Moment mal. Also, so Kriegsandrohungsgeschichten hier. Ach, eine ganz blöde Frage. Wir sind ja jetzt noch nicht so nah dran, dass wir hier auftauchen. Aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Frankreich ist momentan der Stärkste. Österreich ist hier nicht mal in der ersten Liga. Ja, wir haben uns hier den falschen Mann ausgesucht. Was heißt ausgesucht? Ich meine... Oh, warte mal. Interesse an... Warte mal, an grundlegenden französischen Provinzen. Da muss ich nochmal nachschauen. Habt ihr euer Interesse geändert? Ha. Das verändert die Lage. Das ändert die Lage drastisch. So, was sagt ihr jetzt? Weil... Bin ganz ehrlich, wenn ich kann, ja, dann werde ich zweigleisig fahren. So, da haben wir jetzt auch fast alles, was wir in Reichweite haben. So, auf Brabant. Breda. Geniale Entdeckungen. Unsere Kolonisten haben in der neuen Welt eine fantastische Entdeckung gemacht und in Europa ist sie eine echte Delikatesse. Die großen Handelshäuser importieren diese Kuriositäten fässerweise. Sie haben genug davon entdeckt, um eure Republik bis zum Ende aller Zeiten zu versorgen. Was? Du willst? Die Manufaktur, genau, läuft hier. Ja. Immer dieses ominöse Gut ist, ne? 35 nochmal hier für die nächste. Okay. Ja, wollen wir dann jetzt mal... Ja, sie sind fast so weit. Komm, tu es. Wow. Das ging erstaunlich schnell. Ist Rebellen erfolgreich?
Oh lol. Das ist ein katholischer Fanatiker. Ich bin etwas verwirrt. Was auch immer die damit erreichen wollten. Ja, wir werden mal eure Moral hier hochstellen. Oh mein Gott. Tatsächlich haben wir kein Geld, wenn wir unsere Leute bezahlen. Das ist aber wirklich neu jetzt. Was soll jetzt passiert? So. Moment, das muss ja... Halt. Es sind immer noch 6 hier. Ist jetzt zu viel ausgemacht. Das kann, nee, eigentlich nicht. Die Boni sind immer noch gleich hoch. Wir müssen natürlich mehr Geld haben, weil wir kein Kronland Malus mehr haben. Aber okay, ich sag mal nichts dazu, ne? So, Wahl in der Republik. Das unglückliche Ableben von... Oh, er ist gestorben. So, also wir können uns jetzt wieder jemanden aussuchen, den wir brauchen können. Wir haben 5-4-3. Das ist Sikebanda. Ja. Im Fisch gefunden. Veruntreue, Korruption jährlich erhöht. Das ist nicht so gut. Okay. Ich sag, du wirst tatsächlich ein Territorium bleiben hier in Neukurland. Zierte Kolonie. Römische Fieber. Ach ja, das war die Sache hier, okay. Ja, du könntest dich vielleicht auch mal wieder in den Hafen stellen. Ich ob hier Erkundung eigentlich wieder ein Thema ist momentan. Oh ja, Tatsache. Ist definitiv. Das ist dasselbe, das ist also eine Gegend der Formation. Mach's mal weg. Bauernforderungen durchsetzen. Zu lange haben wir unter der Tyrannei des Adels gelitten. Bauernkrieg, Fortschritt wird gewonnen, wenn Nationen zu Bauernrepubliken werden oder sie unter Bauernrebellen zusammenbrechen. Ich bin doch bereits eine Bauernrepublik. Es könnte doch besser gar nicht laufen für uns. Und tatsächlich ist auch die nächste Reform in nächster Zeit geplant. Das wird dann... Das sind die Leitprinzipien der Verwaltung. Ja, mehr Richtlinien würde uns das ermöglichen. Wir müssen uns entscheiden, für welche Art von Richtlinien eher. Wir haben jetzt momentan eine diplomatische Richtlinie. Nächstes noch eine administrative, also potenziell eine weitere diplomatische, würde ich jetzt schon mal mutmaßen. Relationsmöglichkeiten, die wollen wir nicht aufheben, den Uniformitätsakt. Ja, den, ja, die, ja, ja, Drill, 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 ne, das, da war ja was. Du bist zu geteilt, hol mal dich hier mal, so, du, Stick, Drill mal ein bisschen. Du auch. So müssen unsere europäischen Armeen ein bisschen was machen. So, wir können auch noch mehr rekrutieren. Jetzt hier 11. Hier haben wir auch 11. Ja, machen wir hier in Europa eher. So, jetzt haben wir auch genug Geld. Endlich mal, um hier die Handelshäfen auszubauen. Den in Amsterdam zunächst. So, das kostet lokal. Situationsverbreitung, gut. Oh, das ist instant. So, nächste Stufe kostet uns 1000. Ja. Da werden wir ein bisschen laut. Das waren wieder die Mercs, die einen neuen Mann hier an der Spitze haben. So, dann, ja, wir bräuchten eine Brücke, glaube ich, ein bisschen Aufwertungen, um hier eine Festung zu bauen. Wir erobern hier einfach was. Jetzt hat durch Hanegau übersetzt. So, ist eigentlich Calais immer noch dein... So, komm mal hier raus, irgendjemand. Ja, das ist egal, wir haben auf dich eigentlich genug, das passt schon. So. Barely, aber es reicht. Und noch mehr verbesserte Beziehung mit Frankreich direkt.
So, jetzt sag mir nochmal deine Interessen. Du willst, witziger, warte mal, du willst kein Leben, willst du haben, du willst auch das und das haben. Eins mit Rivalen. Ja gut, ich meine, natürlich ist das eine gestörte Zeremonie. Einer der Kerne der Republik sind die großen Staatszeremonien. In dieser Zeit werden Meinungsverschiedenheiten und Konflikte der Patrizier auf Eis gelegt, damit wir unsere Einheit demonstrieren und der Welt unsere Stärke zeigen können. Patrizier. Großbauern. Wenn wir diesen komischen Namen übernehmen hier, bei den letzten Zeremonien jedoch haben wir zornige Elemente unserer Tradition den Rücken gekehrt und den Zorn gegen den herrschenden Rat gemacht. Oh. Das ist natürlich etwas bitter, aber naja. Ja, hier drüben ist eigentlich so langsam echt alles in Butter, also wir können hier bald einen weiteren Versuch starten. Die Vassalisierung von Gelder wäre vermutlich eine gute Idee. Das ist verbunden nur mit Lothringen. Das ist eine sehr, sehr leichte, schnelle Geschichte. Wir hatten hier noch mehr Truppen. Die so schlecht nicht wäre. Was ist eigentlich mit Osnabrück? Seid ihr immer noch so überzeugt davon? Ja, die Grundsteuerunterschiede, die werden langsam etwas kleiner. Dann ist es tatsächlich völlig alleine. Frage, wie viel ich hier nehmen kann. Ich meine, hier Schottland also ist halt alles Nordseehandel und der ist halt so schwächlich eigentlich. Aber es ist halt trotzdem ein gutes Land, wo wir Sachen bauen können, das relativ safe ist. Alternative ist halt England angreifen. Das wäre ja unser Rival tatsächlich. Die sind auch mit Leinster und Tarraconnel. Das heißt, wir könnten die Meere fliegen angreifen. Das wäre halt ein kleiner Krieg, der hier jetzt stattfindet. Wir könnten mit Sicherheit sogar vielleicht Frankreich dazu rufen. Und ist beendet. Tja. Auf zum nächsten. Oh, wow. Ja, das ist dein Ernst, ja? Nein. Nein, das sind... Ich schätze, du musst ja kurz mal hoch dann. Und ich gibt's in der Zwischenzeit hier keinen Aufstand. Oh, okay, er hat's doch geschafft. Okay, komm zurück. Alles gut. Alles gut. Ja, mach sie nieder, diese Wilden. Kanal wurde zum Unzug bestochen. Brabant. Ja, ich werde mich um euch noch genügend kümmern hier. So, und da ist die nächste Regierungsreform. Ja, da haben wir ja gesagt, eine weitere Marschrichtlinie, das wäre ein moralischer Grundsatz. Einer der Hauptaufgaben des Staates ist es, gute und moralische Werte zu wahren. Da unsere Republik in vieler Hinsicht auf das gute und tugendhafte Verhalten seiner Bürger angewiesen ist, müssen Korruption und sündiges Verhalten dem Wohl des ganzen Landes entgegenwirken und ausgerottet werden. Ei. Guter Ansatz. So, jetzt aber mal hier einen kurzen Blick. Es ist ja... Tatsächlich, ja... Ich will auch diesen Händler hier haben. Ist wieder da. Die Küste hier oben wurde erkundet. Südatlantik. So, jetzt, ne? Chesapeake ist das eigentliche, ja. Ziel. Drei Prozesse. Und die hätten wir jetzt der... Oh ja, nicht lateinische Bibel. Ja, genau. Das ist genau das, was wir hier haben wollten. Ja. Was sah ich im Reich selber aus? Es gibt auf jeden Fall noch keinen religiösen Krieg oder sowas. Ja, das wird ja hier echt ein Problem eventuell werden. Bis dahin, zum ewigen Landfrieden, da sollten wir groß genug sein. Da
damit das keine Auswirkungen mehr auf uns hat. Ich meine, es gibt tatsächlich immer noch erzürnte Leute hier, was wirklich erstaunlich ist. So, jetzt kommen wir hier den auf Antwerpen noch. Ja, und die schicken wir jetzt auch los, um erzürnte Leute hier zu betüdeln. Ne, nicht hier, da. Das religiöse Chaos in Augsburg. Ja, es nähert sich. Oh, tatsächlich wird Meppen reformiert. Ja, das bleibt sich jetzt doch mehr aus, als ich dachte, ehrlich gesagt. Das ist die nächste Idee, das wäre der Händler, aber wir wollen natürlich hier auch nicht zurückfliegen. Einigen mit Eingeborenen in Santi, sehr schön. Extra seine Mission beendet, solange ist erkundet. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich nächstes Mal weiter. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.